Sorry. Hi zusammen, ich bin's Anna. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir reagieren wieder auf Alpha Kevin. Annie the Duck, schwere Vorwürfe. Ich bin gespannt, was das Video so mit sich bringt. Euch viel Spaß bei dem Video. Es existieren derzeit schwere Vorwürfe und Anschuldigungen gegen die Streamerin Annie the Duck. Das Ganze ist tatsächlich erst heute öffentlich geworden und dementsprechend sind wir brandaktuell. Und ich erkläre euch gleich mal, worum es überhaupt geht. Kurz als kleine Info. Die Person, die diese Vorwürfe erhebt, ist eine ehemalige langjährige Freundin und Streaming-Kollegin von Annie. Ich werde sie aber in diesem Video hier vollständig zensieren, einfach aus Schutz vor ziemlich großen Vollidioten da draußen, die diese Lage nicht ernst nehmen. Deswegen habt da bitte Nachsicht. Doch was ist jetzt überhaupt passiert? Nun ja, ganz einfach. In einem ziemlich langen Stream sagte die Ex-Kollegin von Annie Folgendes über sie. Wann machst du mal wieder was mit Annie? Ich glaube, jetzt ist einfach auch langsam der Zeitpunkt, wo ich einfach mal so ein bisschen Tacheles reden muss. Habt ihr davon schon gehört? Ich habe davon nicht gehört. Soll ich Pizza oder Burger bestellen? Pizza. Danke fürs Folgen, ihr Lieben. Guck mal, ich hab legit monatelang jetzt Hallo, als über mich ergehen lassen, dass Leute konstant in meinen Stream gekommen sind und auch einfach die ganze Zeit geballert haben. Hey, wann machst du wieder was mit Anni? Bruder, mein Lebensinhalt ist nicht diese Person. Und schon gar nicht eine solche Person, okay? Weil im Endeffekt bin ich die, die hier die ganze Zeit diesen scheiß Frieden bewahren muss, den diese Frau nicht mal verdient hat. Ich bin todesglücklich mit Stream. Aber ich werde keine Sekunde mehr, werde ich dieser Person, einer so schrecklichen, brutalen... Ich weiß auch nicht, was die gemacht hat. Also wir gucken, wir reagieren gerade, ohne dass wir das wissen, darauf. Ich bin mal gespannt, was sie gemacht hat. Also anscheinend was Krasses. Und ja, tut mir leid für die jetzt schon mal. Ich weiß nicht, was passiert ist. Eine Person noch Macht über mich geben. Und ich werde nicht noch ein einziges Mal irgendwelche Leute Macht über mich haben lassen. Ich würde das alles hier gerade im Stream gar nicht erzählen, okay? Aber ich habe die Schnauze voll. Ich bin so wütend. Ich würde das alles im Stream nicht mal erzählen, wenn ich nicht wüsste, dass gerade hinter den Kulissen eine insane Schmierkampagne gegen mich stattfindet, wo Dinge über mich erzählt werden, die absolut krank sind. Angefangen dabei, dass ich meine Tabletten nicht nehme, etc., etc., etc. Beendet bei, dass ich die schlimmsten Dinge Menschen angetan habe. Und diese Menschen wissen nicht mal selber davon Bescheid. Ich bin so wütend einfach, weil ich das jeden Tag über mich ergehen lasse. Es geht hier niemandem irgendetwas an, was passiert ist. Ich sage euch nur, dass etwas passiert ist. Und ich sage euch nur, ihr verehrt da jemanden, den ihr nicht kennt. Das ist alles. Ich bin so wütend. Ich werde das nicht mehr über mich ergehen lassen. Hallo Rafi. Rafiel. Grüß dich. Okay, die ist richtig wütend. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber die ist richtig, richtig wütend. Bruder, was denkt ihr denn, warum Toni seit einem Jahr nicht mehr streamt oder so? Ich habe so viele Sachen zugeschickt bekommen. Ich kann das nicht mehr. Okay? Lasst mir einfach den Frieden. Was mit dem Frieden anderer ist, die es nicht verdienen, ist mir scheißegal. Geht doch bitte einfach in ihre Kanäle. Nicht in meinen. Also zusammengefasst sind das schon ziemlich harte Vorwürfe. Denn zum einen scheint etwas sehr Gravierendes zwischen den beiden vorgefallen zu sein. Und zum anderen macht sie darauf aufmerksam, dass Reeft, also Toni, ja auch schon lange nicht mehr wirklich gestreamt hat und es ihr ja nicht so gut ging. Und der Grund war laut der Streamerin hier mehr oder weniger die Beziehung zu Annie. Zumindest konnte man das daraus deuten. Wichtig ist aber hierbei, und das möchte ich nochmal ganz klar betonen, das Ganze sind Vorwürfe von einzelnen Personen. Die genauen Details kennen wir Zuschauer nicht, deswegen können wir unser Bild nicht zu 100% machen. Jedoch wird das Ganze momentan so groß, dass es zum einen auf Twitter, aber auch gerichtlich vermutlich eines Tages ausgetragen werden könnte. Denn die gerade gezeigte Streamerin postete im Anschluss ein Statement, welches das Gesagte nochmal ordentlich Nachdruck verleiht. Bisher wurde nicht kommuniziert, dass Annie the Duck und ich keine Beziehung mehr pflegen, weil es ihr Wunsch war, dass nichts nach außen gelangt. Wer mich kennt, der weiß, dass ich immer ihr Schild und Schwert war und wer mich kennt, der weiß, dass ich simplen Streit nicht in die Öffentlichkeit tragen würde. Aber ich habe mich gefragt, wessen Frieden ich dadurch eigentlich bewahre und meiner ist es definitiv nicht. Ich werde nicht mehr zulassen, dass eine so skrupellose und selbstsüchtige Person weiterhin über mich Macht hat, obwohl ich schon letztes Jahr einen öffentlichen Tweet gemacht habe, dass ich einfach nicht mehr kann und an meinem untersten Punkt angelangt bin. Jahrelang wurde ich emotional missbraucht, ausgebrannt, manipuliert und instrumentalisiert. Ich habe Übergriffe, Missbrauch und Tierquälerei erlebt. Seit Monaten bin ich Opfer einer brutalen Schmierkampagne und Kontrollverlusten. Die Konsequenzen aus diesem... Okay, das hört sich echt krass an, was da passiert ist. Ich habe mir den Beat leider nicht angehört und ich hatte gerade noch keine Zeit dafür. Hallo Mandy, grüß dich.
gesamten Erlebten schilderte sie hier nochmal. Ich habe durch ihren anhaltenden Psychoterror eine Nervenkrankheit, chronische Spannungsschmerzen und Stressausschlag am ganzen Körper entwickelt, habe regelmäßig Panikattacken und Ohnmachtsanfälle. Trotz Therapie, Medikamente und Selbsthilfe habe ich mich diese Woche nur noch schwer über Wasser halten können. Und genau deswegen bin ich nicht mehr gewillt, für andere zu lächeln und zu nicken und Täter zu decken. Und für jeden, der Moralaposteln will, es gibt keine zwei Seiten bei Missbrauch und es gibt nichts mehr privat zu klären, höchstens rechtlich. In dieser Szene wird man dazu erzogen, still und brav zu sein, denn davon hängen Kooperation und Kollaps ab. Sie hat außerdem noch posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt und möchte auch gar nicht mehr mit Annie the Duck in Verbindung gebracht werden. Die Vorwürfe... Okay, krass, die hat also irgendwas Heftiges gemacht. Was genau, weiß ich nicht. Auf YouTube die Reaction auf den Beat, nein, ich reakte nicht auf Beats, nee, meine ich. Die Reaction hier kommt auf YouTube, ja. Dankeschön, Mandy, schön, dass du hier bist. Kuss geht raus, vielen lieben Dank. Und danke dir auch für den Beat, ich höre mir den an, aber ich habe es noch nicht geschafft. Die sind zwar hierbei relativ allgemein gehalten, denn sie geht hierbei natürlich nicht ins Detail. Jedoch kann man schon daraus lesen, dass vermutlich über mehrere Jahre... Ihr habt das von Kevin kommt auf YouTube, ja. ...manipuliert wurde, zumindest aus ihrer Sicht. Sie sprach ja in ihrem Statement darüber, dass sie letztes Jahr auch schon einen Tweet dazu gepostet hatte, wo es um diese negativen Konsequenzen ging. Und tatsächlich bezieht sich das vermutlich auf folgendem Tweet, wo sie Ähnliches schrieb, nur halt ohne Namen zu droppen. Vor einem Jahr sind meine Depressionen durch Ghosting, Missbrauch und Verlust schon so schwer geworden, dass Arbeit und Alltag kaum noch stemmbar waren. Ich gehöre aber zu der Sorte, positiv bleiben und weitermachen. Dieses Jahr habe ich allerdings wieder brutale Mentalschellen kassiert und bin an den Folgen von Breadcrumping emotional verhungert. Vor einem Monat kam es dann endlich zum Super... Was ist Breadcrumping? Könnt ihr mir das bitte sagen? Warte, das muss ich einmal nachgucken, sorry. Wir googeln das hier mal. Ich sag euch, ich lese euch das vor. Bro. Breadcrumping. Ach so, man gaukelt Interesse vor und ja, Flirtnachrichten ständig mit Komplimenten, aber ist alles Fake. Okay, also Fake-Flirt quasi. Schön, Lena, freut mich, dass du hier auch bist. Ich weiß, welche Lena du bist. Cool, du hast einen Account gemacht, danke dir. Und die schweren Depressionen sind mir als Nervenzusammenbruch reingekracht. Zum Thema Breadcrumping, ich kannte das davor auch nicht. Das beschreibt die Praxis, sporadisches Interesse an einer Person vorzutäuschen, um das Interesse dieser Person aufrechtzuerhalten, obwohl tatsächlich nicht in die Beziehung investiert wird. Man fühlt sich demnach ausgenutzt und absolut nicht wertgeschätzt. Ich gehe jetzt... Okay, das stand gerade anders, was ich gerade gegoogelt habe, aber das ist bestimmt... Ach, wow. Einfach mal davon aus, dass sie in dem jetzigen Statement diesen Tweet hier meinte, den ich vorgelesen hatte. Und wenn man schon bedenkt, dass dieser wirklich sehr hart geschriebene Tweet ein halbes Jahr alt ist, dann geht die Sache vermutlich doch schon etwas länger. Wie gesagt, das Ganze sind halt hierbei Vorwürfe, also das sind keine Fakten, die man direkt belegen kann, aber... Hallo Mascha, was geht? Schön, dass du da bist. Es geht tatsächlich noch weiter, denn nicht nur diese Streamerin hatte sich dazu geäußert, sondern auch die Streamerin Nova, die einige von Seven vs. Wild oder generell auch im Streaming- und YouTube-Bereich kennen. Sie gab ihr nämlich großen Rückhalt und schrieb daraufhin Folgendes. Es ist wirklich erschreckend, wie viele schwarze Schafe es in der Branche gibt. Macht, Berühmtheit und Geld fungieren als Katalysator für den Terror dieser psychisch kranken Personen, die eigentlich professionelle Hilfe bräuchten, anstatt eine Social-Media-Präsenz. Ich wünsche dir nur das Beste auf dem Weg deiner Heilung. Ich stehe immer hinter dir, habe ja auch meine eigenen Erfahrungen mit ihr gemacht. Interessant ist, krass, die hat auch eigene Erfahrungen gemacht. Hierbei auch, dass Nova nach der Trennung zwischen Reefed und Annie ebenfalls hinter Reefed stand. Denn diese schien ebenfalls sehr unter der Trennung mit Annie gelitten zu haben, wie man das zumindest hier deuten kann. Kurzer Real Talk über Nova. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt, aber dieser Camping-Vlog, den ich damals mit Nova gemacht habe und die Zeit, wo das Nova da auf Madeira war, hat mir echt den Arsch gerettet. Also ich glaube, keine bessere Person hätte zu der Zeit auf Madeira sein können wie Nova zu der Zeit, weil die mir echt durch eine schwere Zeit geholfen hat, weil das gerade so, ihr wisst, was für eine Zeit das war so November letztes Jahr, das war schon eine belastende Sache so und dass Nova da war, war das Beste, was hätte passieren können und das ist eine unendlich intelligente Person, eine emotional sehr intelligente Person, die Situation auch sehr gut einschätzen kann und deren Meinung mir sehr wichtig ist. Und es hat mir sehr krass die Augen geöffnet in ganz vielen Punkten. Und es hat mir unnormal deswegen geholfen, Sachen zu verarbeiten und mit Sachen, also eine ganz andere Sichtweise auf Sachen zu bekommen. Also es war wirklich für mich, ihr könnt euch, es war wirklich nur eine Riesenwendung und Drehung für mich, dass sie da war. Ich glaube, ich wäre an einem ganz anderen Punkt jetzt gerade in meinem Leben, wenn Nova da nicht vielleicht auch da gewesen wäre.
Also zumindest emotional hat es da sehr geholfen. Also Nova scheint... Ja, Nova hat es echt gut gemacht, also für sie. Das freut mich gut, dass sie so da für die war. Ist auch nicht selbstverständlich. Hierbei auch einiges mitbekommen zu haben. Ich kenne mich in der ganzen Szene jetzt nicht so gut aus, deswegen kann ich mich nur auf solche Sachen beziehen. Aber wie gesagt, auf Details wurde dennoch hierbei nie eingegangen, außer dass man halt gewisse Erfahrungen gemacht hat. Aber die Worte, die Reeft hierbei traf, korrelieren doch schon ein bisschen mit den Anschuldigungen, die hier im Raum stehen, da ihr das Ganze ja auch ziemlich zugesetzt hatte. Ein Zuschauer schilderte außerdem auch noch, dass Nova schon vor ein paar Tagen etwas über Annie the Duck sagte. Richtige Clips gibt es leider dazu nicht mehr, sonst hätte ich euch das eingeblendet. Aber der Zuschauer schrieb laut eigenen Erinnerungen Folgendes dazu. Sie wurde auch gefragt, ob sie mal wieder was mit Annie machen möchte und hat das recht übereuphorisch verneint. Als dann jemand meinte, irgendwie wenden sich gerade viele Influencer von ihr ab, meinte sie etwas wie, dann frag dich mal warum und so weiter. Also Nova schien das auch schon mal vor kurzem thematisiert zu haben, dass da etwas im Hintergrund schief läuft und demnach ist die Sache gerade immer mehr und mehr am Aufkochen. Ob jetzt noch ein Statement von Annie dazu kommen wird, wird man im Laufe der Zeit natürlich merken. Die Streamerin meinte ja selbst, dass es für sie nichts mehr privat zu klären gibt. Maximal geringer. Demnach scheint das Ganze nicht nur eine ganz kleine private Angelegenheit zu sein, sondern etwas ziemlich Großes. Ich persönlich warte jetzt natürlich erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Die Vorwürfe klingen halt hierbei wirklich so krass, wenn man einfach mal bedenkt, dass daraus Panikattacken und so weiter entstanden sind. Und ich will nicht wissen, was die alles so emotional mit der Person gemacht hat. Das ist die unterste Schublade wahrscheinlich. Es tut mir echt leid. Danach ist das etwas Ernstzunehmendes und nicht so eine kleine Sache und man sollte sich darüber auch nicht lustig machen. Schreibt gerne mal, was ihr dazu sagt und wie ihr die Situation hier einschätzt. Und wie gesagt, respektiert einfach alle Parteien, hatet nicht, geht nicht rüber und stellt irgendwelche Vermutungen an. Denn schließlich kennen wir nicht die genauen Details und die Beweggründe dahinter. Ich kläre im Endeffekt auch nur darüber auf, was so aktuell ist in der Welt passiert. Und das ist nun mal ein Thema, was man ernstzunehmend behandeln sollte. Ich danke euch nun fürs Zuschauen, lasst super gerne ein Abo da. Für die 240.000 Abos würde ich... Jo, Alpha Kevin, echt gut. Das Video von Alpha Kevin ist auch unten verlinkt. Das Originalvideo könnt ihr euch auch gerne ein Like da lassen. Annie the Duck, es gibt neue Vorwürfe und Update, bin gespannt. Yo Leute, das hier ist ein Follow-up-Video zu der ganzen Annie-Deduct-Thematik. Bedeutet, es wäre besser, wenn ihr schon den Fall komplett kennt oder wenn ihr mein letztes Video dazu schon angeschaut habt. Denn über die letzte Nacht ist wirklich extrem, extrem viel passiert. Zum einen gibt es jetzt Clips, wo man ganz klar sehen kann, und dazu ein Kinderpingui hier. Dass Julian Bam sich sehr negativ gegenüber Annie the Duck geäußert hatte. Das gleiche gilt auch bei Nova. Sie hatte sich kürzlich in Streams ebenfalls dazu geäußert und stets negativ über Annie geredet. Und Reeft hat außerdem noch ein sehr ausführliches und doch bedenkliches Statement veröffentlicht, was wirklich tief in die Beziehung mit Annie blicken lässt. An der Stelle ist für mich aber ganz, ganz wichtig, behandle das Thema mit Respekt, mit Menschlichkeit und vor allem mit Empathie. Und damit würde ich nun sagen, legen wir los. Was mir bei meinem letzten Video oft geschrieben wurde, war, dass Julian Bam sich damals auch schon sehr negativ gegen Annie äußerte. Dazu konnte ich damals nichts finden, jedoch ist jetzt ein Clip aufgekommen, den möchte ich euch einfach mal zeigen. Why nicht Annie? Das sehe ich die ganze Zeit. Diese Frau werde ich niemals in meinem Leben raiden. Deswegen fragen. Wenn man bedenkt, dass Chu ein wirklich sehr korrekter und aufgeschlossener Typ ist, dann sind das schon wirklich sehr hart gewählte Worte. Und irgendwas muss auch schon früher nicht so positiv gelaufen sein, dass man sich so negativ gegenüber einer Person äußert. Außerdem... Okay, narzisstische Personen sind sehr gefährlich. Also können gefährlich sein, die sollten auch in Behandlung sein. Ja, immer gespannt, was da noch so kommt. Aber wenn Julian Bam sowas sagt, dann ist da irgendwas passiert. Gibt es jetzt auch noch Clips von Nova vor gar nicht allzu langer Zeit. Und diese lassen auch wirklich sehr tief blicken, was die Beziehung mit Annie anbelangt. Ja, und das, keine Ahnung, Digga. Weiß ich gar nicht. Annie the Duck. Das ist ja ekelhaft. Naja, wenn viele Leute einen Menschen nicht mögen, dann liegt es ja an der Person, denke ich mal, oder? Dann... Na, könnte man ja... Es gibt aber auch ein paar Leute, die einfach so nicht mögen. Also nicht, das liegt dann nicht an dir, sondern einfach nur, dass man die nicht mag. Das ist nicht immer Persönlichkeitssache. Auch die Person einfach. Scheiße. Das nur als kurze Ergänzung zu meinem letzten Video. Da Nova halt aus meiner Sicht eine sehr hilfsbereite und empathische Frau ist, sind diese Worte von ihr auch ein bisschen stärker zu bewerten. Also daraus lässt sich schon mal schlussfolgern, dass irgendwas passiert sein muss. Und da jetzt auch Reeft ein Statement veröffentlichte, sollte auch der Letzte verstehen, dass vieles rund um Annie sehr schief gelaufen ist. Laut deren Aussagen. Und dieses Schieflaufen ist wirklich noch sehr, sehr harmlos ausgedrückt, wenn wir uns jetzt einfach mal die weiteren Sachen anschauen.
abbauen werden. Denn Reeve schilderte, dass die Beziehung zu Annie einer der dunkelsten Jahre in ihrem Leben war. Sie bekam chronische Kopfschmerzen, Depressionen bis hin zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Also alles Dinge, mit denen absolut nicht zu spaßen ist. Und ich finde krass, dass die Frau ja sogar posttraumatische Belastungsstörungen, etwas, was man bei echt krassen Traumata eigentlich erst bekommt, geschafft hat zu bekommen. Also das ist schon, es tut mir echt leid. Also das ist echt, das ist eine sehr, sehr, sehr krasse Krankheit, die sehr schlimme Symptome haben kann, wie Dissoziation und so. Das ist nicht schön, wirklich nicht. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt zum ersten Punkt, und zwar den Depressionen ein. Denn laut Reeve hat Annie sie diesbezüglich nie wirklich ernst genommen. Ich erinnere mich an die Hilflosigkeit, die ich gefühlt habe, weil ich nicht ernst genommen wurde. In der Zeit ging es mir psychisch immer schlechter, immer schlechter, und ich habe das auch angesprochen. Ich habe damals zu Anissa gesagt, mir geht's gar nicht gut, ich glaube, ich falle in ein depressives Loch und ich weiß nicht mehr weiter. Ich fühle mich sehr stark depressiv, woraufhin sie geantwortet hat, und es ist mir auch sehr gut im Kopf geblieben, dass sie mir nicht glaubt, dass ich Depressionen hätte, weil ich tagsüber teilweise viel zu viel lache und ich krieg doch auch noch alles im Leben hin. Und deswegen glaubt sie nicht, dass ich Depressionen habe. Also es gibt sowas wie High Functional Depressions, das heißt, du funktionierst noch einigermaßen, kannst glücklich aussehen, kannst es auch vortäuschen, ne? Und trotzdem geht's dir scheiße. Also das stimmt nicht. Also nicht nur, wenn man Depressionen hat, bekommt man nichts hin. Man kann sehr viel hinbekommen bei Depressionen und trotzdem depressiv sein. Ich meine, ich habe eine bipolare Störung. Ich war heute auch richtig depressiv, teilweise, und habe auch trotzdem gelacht. Also, aber man ist halt nicht die ganze Zeit in einer Stimmung und das sieht man einen auch nicht an, ob man geweint hat oder nicht. Also außer man kommt, macht halt Videos oder so oder Streams. Schilderte, dass sie nie wirklich ernst genommen wurde und ihre Gesundheit bzw. in der Hinsicht Krankheit wurde einfach runtergespielt. Das Ganze hat sich jedoch noch so krass entwickelt, dass Reeve richtig heftige... Nicht jeder hat aber so krass ausgeprägte narzisstische Eigenschaften. Eine gewisse Selbstliebe und Selbstachtung ist natürlich wichtig, aber nicht krass Narzissmus, wo man sich so richtig gut findet und man die beste Person ist in seiner Ansicht auf der Welt und so, dann ist es halt auch nicht mehr so geil. Die Kopfschmerzen bekam. Sie meinte zwar, dass sie sowas auch schon mit 13 Jahren hatte und das jetzt nichts komplett Unübliches ist, aber zu der Zeit mit Annie waren diese Kopfschmerzen stärker denn je und sie hatte auch aufhören müssen mit dem Streaming. Und das Ganze erreichte sogar so einen heftigen Punkt, dass Reeve anfing, eines Tages Blut zu spucken. Das Ganze ging aber weiter mit den darauf folgenden körperlichen Beschwerden, die ich hatte. Die Kopfschmerzen waren eine Sache, da hieß es einfach immer, nimm eine Schmerztablette. Die andere, aber nächste Sache, die es gab, war, dass ich in Berlin zum ersten Mal und auch ausschließlich in dieser Beziehung, danach hatte ich das nie wieder, Blut gespuckt habe. Als wir dann den Krankenwagen gerufen hatten und die Sanitäter da waren, meinten die zu mir, dass das entstehen kann, wenn vor Stress eine Ader im Kopf platzt. Und das ist ein sehr krasses Anzeichen dafür, dass man sehr krassem Stress ausgesetzt ist. Und das Einzige, was Anni dann zu mir meinte, war, das ist nicht so schlimm, das hatte mein Ex-Freund auch mal. Geh jetzt einfach. Das ist krass, das ist absolut krass, ey, boah. Einfach schlafen, dann ist morgen schon wieder besser. Das sind hierbei wirklich extrem schlimme Schilderungen. Denn so einen Fall habe ich noch nie mitbekommen, dass plötzlich jemand aufgrund von Stress Blut spucken musste. Und da sie ja meinte, dass es ausschließlich nur in der Zeit der Beziehung vorkam, hinterlässt das für mich ein sehr negatives Gefühl. Neben... Guten Abend, liebe Jackie, schön, dass du hier bist. Wir sind gerade dabei, dass jemand, diese Anni, The Duck... der Person hier, Revi, geschafft hat, Blut zu spucken, weil sie so unter Stress war, auch durch die Beziehung. Das ist krank. Nicht ernst genommenen Depressionen, Kopfschmerzen oder auch Blutspucken wurden dann noch Vorwürfe erhoben, welche ziemlich drastisch waren. Und zwar waren es zum Beispiel Dinge wie Bodyshaming gegenüber Reeve. Das klingt jetzt erstmal ziemlich weird, weil die ja zusammen in einer Beziehung waren und warum sollte man dann jemanden bodyshamen? Soll aber laut ihr tatsächlich so gewesen sein. Ich wurde auch schon mal gebodyshamed in einer Beziehung, obwohl ich nicht wirklich dick war, aber gut. Aber mein Bild von meinem Körper war eh immer, dass ich zu dick bin und immer weiter abnehmen muss. Und dieses Gewicht, was ich damals erreichen wollte, ist auch einfach utopisch gewesen eigentlich. Aber gut. Was ich aber sagen kann, was fast täglich Thema war, war Bodyshaming. Ich hatte zu viel auf den Hüften und war nicht mehr attraktiv. Dann habe ich zu wenig auf den Hüften gehabt und sah fast aus wie Sophia Thiel und das fand sie nicht mehr attraktiv. Ich habe meinen Eyeliner falsch gemacht, mein Make-up würde falsch sein, ich würde meine Haare falsch stylen, Fischerhüte stehen mir nicht mehr, ich soll zum anderen Friseur gehen. All das, diese ganzen Kommentare, diese ganzen kleinen Sticheleien, diese
guck mal, die Person finde ich super attraktiv und es ist das komplette Gegenteil von mir. Dieses ständige Runterspielen von mir als Person, meinem Selbstwertgefühl, meinem Selbstbewusstsein, all diese Sachen waren für mich täglicher Shit, weswegen ich super krass relaten kann mit dem, was Mauki gesagt hat, was ihr erfahren ist, weil ich habe mich auch so gefühlt. Ich habe mich auch täglich runtergespielt. Ich habe mich von Tag zu Tag wertloser gefühlt. Ich habe mich auch gefühlt, als ich wurde auch manipuliert. Diese ganzen Sachen sind mir auch passiert. Und ich weiß, dass es nicht nur mir passiert. Und ich weiß auch, dass es nicht nur Mauki passiert ist. Angeblich soll das... Es tut mir voll leid, sowas passiert zu sagen. Warum man in solchen Beziehungen ist, ja... toxische Beziehungen, man liebt die Person ja trotzdem, obwohl die so zu einem ist. Man hofft, dass es besser wird und passiert halt nicht. Deshalb ist man morgens vielleicht noch mit dieser Person zusammen. Und das mit Nasenbluten hört sich auch krass an, Jackie. Das ist so ein Ding von Annie gewesen sein, dass sie Leute so runtermacht, zumindest laut Reef. Wir reden aber natürlich hierbei immer von eigenen Erfahrungen, von Vorwürfen, die man faktisch nicht belegen kann. Aber was mir super krass eingefallen ist, um diesen Punkt ein Stück weit zu stützen, war folgendes Video, in dem es ums Kochen ging. Hierbei sollte Reef Annie ein Rezept von früher geben. Und Annie hat sich dann über das Rezept von Reefs Oma namens Amarita mega lustig gemacht. Sie hat mir ein Video geschickt, wo sie mir erklärt, was ich tun soll. Ich habe es mir angehört, das klingt grauenhaft, das ist immer wie aufgeweichte Brötchen angebraten in der Pfanne mit Apfelmus. Schrecklich. Okay, jetzt kommen wir zu Tonis Scheißrezept. Oh Gott. Lalala, guten Morgen. Du hast gesagt, ich soll dir ein Rezept geben von mir aus Kindheit oder irgendwas, was ich früher oft gegessen habe. Deswegen habe ich auch meine Oma gefragt, ob sie mir das Rezept rübergibt. Und ich habe es jetzt für dich. Das Rezept, das Antonia aka Reefed eingesendet hat, ist Amarita. Es besteht aus altem Brot, welches mit Milch und Eiern gemischt und letztendlich angebraten wird. Und weil das halt Amarita heißt, wurde sich über die Armut anderer einfach lustig gemacht. Hattet ihr kein Geld für Mehl und Milch und Zucker? Musstet ihr deswegen alte Brötchen benutzen für euren Teig? Hä, das ist doch echt. Nur wegen armer Ritter, das ist so dumm, dass man sich auf sowas aufregt. Bin schlafen, ja, schlaf gut. Morgen gehe ich auf jeden Fall auch live und ich hoffe, dass ich morgen wieder schaffe, Content zu kreieren. Weil die letzten Tage waren schwierig für mich und deshalb habe ich keinen Content gemacht. Ich habe es eigentlich geschafft, mich hinzusetzen und ein Video zu drehen, weil ich einfach keine Kraft hatte. Das ist halt leider so. Aber probiere wieder regelmäßiger jetzt was zu machen. Aber ich habe einfach mal ein bisschen mehr Pause gegönnt. Ja, und habe halt nur ein paar Streams gemacht halt. Ja, dann gute Nacht, bis morgen. Wir gucken weiter. Tut mir leid, Toni. Also wirklich sehr respektlose Aussagen. Zumal armer Ritter halt nichts anderes als French Toast ist und by the way super lecker schmeckt. Ich meine, hätte man ja einfach nur gesagt, dass es French Toast und nicht armer Ritter heißt, dann wäre das bestimmt für Anja auch 100-mal leckerer gewesen. Aber egal, ich wollte euch das einfach mal nur zeigen, denn das war schon ziemlich unangenehm und das hat auch so ein Stück weit diese Aussage von Reefed gestürzt. Denn hierbei wurde sich ja einfach nur unnötigerweise mehr oder weniger über Reefeds angebliche Armut lustig gemacht. Zum Thema Tierquälerei wurde dann auch von Reefed behauptet, dass Annie ihre Tiere mehr oder weniger als Spielzeug ansah. Die Katzen wurden, by the way, nicht geschlagen oder so. Das hatte Reef doch nochmal ausdrücklich erwähnt. Alles klar, Jackie, danke dir. Ja, alles gut. Ich komme klar und ich kann dir gerne auch schreiben. Ja, dann schlaf gut und bis morgen. Das, womit ich einfach überhaupt nicht d'accord war, ist, wie mit den Katzen umgegangen wurde im Allgemeinen. Und zwar, dass die Katzen mehr als ein Spielzeug benutzt wurden, als lebendige Tiere. Sie will mit den Katzen jetzt kuscheln, also sollen die Katzen jetzt kuscheln. Also werden die Katzen einfach genommen und festgehalten, bis sie kuscheln werden. Und wenn man gerade nicht mit den Katzen kuscheln will, dann will man auch nicht mit den Katzen kuscheln. Dieses, die Katzen als Spielzeug betrachten, deckt sich immerhin so ein Stück weit mit diesem Clip hier. Hey Schatz, na, du musst einen Hut anziehen. Oh Gott, nee. Süß! Ich weiß nicht, wofür du das brauchst, Jan, aber es ist süß. Deine Ohren kommen hier raus. Wow. Ich hab gar keinen Bock. Schick bist du. Schick bist du. Was aber die Hauptthematik der Tierquälerei von Reefed war, war der Punkt, dass Annie zwei Katzen hatte, die sich absolut nicht leiden konnten. Die jeder bemerkt hat, der mindestens ein bis zwei Tage mal irgendwo mit diesen Katzen und Anissa verbracht war, war, dass diese Katzen nicht zusammenleben konnten. Zwei von den Katzen haben sich abgrundtief gehasst. Also du hast jeden Tag, waren überall Fellbüschel. Mein Mitarbeiter Jona hat regelmäßig auf die Katzen aufgepasst und hat mir sehr oft gesagt, dass er sich Sorgen macht um die Katzen, dass er sehr besorgt ist.
hat auch Bilder von den Katzen auf dem Handy, wo die nach einem Streit blutig aufgekratzt sind. Finn, die kleine Katze, wäre fast auf einem Auge blind geworden, weil die von Maron am Auge gekratzt wurde und musste dann eine Augenbehandlung machen. Diese Katzen konnten nicht zusammenleben. Finn konnte nicht aufs Katzenklo gehen, weil die Katze dauerhaft in Angst gelebt hat, dass Maron sie angreift, wenn sie aufs Katzenklo geht. Als wir noch zusammen waren, habe ich gesagt, diese Katze müssen getrennt werden, das funktioniert nicht. Und ich habe damals zu ihr gesagt, es geht nicht mehr so weiter, wir müssen diese Katzen trennen. Und dann hat sie zu mir gesagt, sie weiß, dass es der bessere Weg wäre, aber sie will das nicht, weil sie die Katzen braucht. Und weil sie die Katzen alle braucht und deswegen kann sie keine Katze abgeben. Also das war der Hauptkritikpunkt zum... Oh Gott, also, ja, man muss die Katzen auf jeden Fall dann trennen, wenn sowas passiert. Ich verstehe das nicht, das ist echt Tierquälerei dann, ja. Thema Tierquälerei. Und als Besitzer ist man nun mal in der Pflicht zu intervenieren und die Katzen voneinander zu trennen, dass es denen halt gut geht. Es gibt jedoch noch zwei weitere sehr prägnante Punkte, die angesprochen wurden. Zum einen war das die sogenannte Bindung von Annie zu ihren Zuschauern bzw. Fans und dann noch das Thema Knu, was mich persönlich auch sehr schockiert hat. Was natürlich bei den Fans und bei den Zuschauern von Annie so gar nicht gut ankam, waren folgende Punkte. Und das ist ein weiterer Punkt, der einfach diese unfassbare Diskrepanz dieser Person zeigt, von der Person, die sie im Internet darstellt, als dieser Gutmensch und dem, was sie als Privatperson ist. Das ist in der Branche, das wissen so viele Leute, es ist so eine unausgesprochene Sache, die so viele Leute wissen. Das hat sie nicht nur zu mir gesagt, das hat sie zu so vielen weiteren Leuten gesagt, auf irgendwelchen Messen, auf irgendwelchen Conventions und das nicht erst, weil, keine Ahnung, die Gamescom ist so stressig, oh nein, ich habe keinen Bock, meine Fans zu sehen, es nervt mich gerade alles. Das hat sie damals schon gesagt, als die Gamescom nicht mal Gamescom hielt, sondern, keine Ahnung, Roleplay, irgendwas, hat sie schon gesagt, dass sie keinen Bock hat, jetzt zu ihren ekligen, schwitzigen Scheißfans zu gehen. Wie kann man seine Fans so also behandeln? Also klar, ich behandle Hater auch mal nicht so gut oder Leute, die mir halt irgendwas Böses wollen oder so. Und auch wenn ich mal schlechte Laune habe, kann sein, dass es auch mal jemand abbekommt, der falsch, also der das nicht gerechtfertigt ist. Klar, gebe ich zu, aber meine Fans, die mich unterstützen, behandle ich doch nicht scheiße und ich treffe mich auch mit denen. Also manche Leute, die meine Community, ich treffe mich mit meiner Community, wenn es irgendwie geht und wenn die hier in der Nähe sind, zum Beispiel privat auch. Aber auch nur halt mit ausgewählten Menschen, ist klar, wenn man sich halt gut versteht, dass man sich mal treffen möchte. Aber ich verstehe das nicht. Wenn mich immer irgendwelche Leute irgendwie auch, also wenn auch die Leute aus der Community mich ansprechen und nach einem Foto fragen, bin ich immer dankbar und mache sofort ein Foto mit denen. Auch mehrere Fotos und frag, ob alles gut ist, quatsch ein bisschen mit denen. Also ich würde sowas nie tun. Diese Diskrepanz ist für mich eine Person, die sich online stark macht über Depressionen und wie wichtig es ist, über Depressionen aufzuklären, sagt zu mir, dass sie nicht glaubt, dass ich Depressionen hätte. Also die Vorwürfe, die decken sich auch ein Stück weit mit dem Statement, was das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat. By the way, und das ist sehr heftig gewesen, konnte Reefed leider die eine Katze von Annie nicht bei sich aufnehmen aufgrund ihrer Berufssituation. Und dazu schilderte sie Folgendes. Das Krasse an der ganzen ist aber, dass ich dann am Ende der Beziehung von der Freundin, mit der sie inzwischen auch nicht mehr befreundet ist, mitbekommen habe, dass das nicht der wahre Grund war, sondern der wahre Grund war, sie will mir Maron nicht geben, weil sie mir im Leben nichts geben will, was mich ansatzweise glücklich machen würde. Was? Das würde auch wieder zeigen, dass Annie vor und hinter der Kamera zwei verschiedene Persönlichkeiten spielt. Oh, kommen wir nun aber zum letzten Punkt und ich denke, viele Leute da draußen hat es sehr, sehr aufgeregt. Und zwar hat Knu vermutlich aufgehört mit Cosplayen aufgrund einer Nachricht von Annie. Zumindest schilderte uns das Reefed in diesem Statement. Ich habe vor ein paar Wochen mit Gnu telefoniert, weil ich habe mit ihr auch über dieses Thema gesprochen, weil ich gesagt habe, ich glaube, es passiert so viel hinter den Kulissen, ich glaube, es braucht nicht mehr viel, bis irgendwer, nicht Mauki, ist irgendwer an die Öffentlichkeit geht. Und dann meinte sie zu mir, Antonia, wenn du jemals an die Öffentlichkeit gehst, dann sag im Stream, dass ich wegen ihr kein Cosplay mehr mache. Und Gnu ist so eine starke Frau und so eine Frau, die genau weiß, die lässt sich nicht von Leuten einschüchtern. Aber als Anni ihr damals den Fotografen empfohlen hat und Gnu mit diesem Fotografen zusammen geshootet hat, hat sie von Anissa die schlimmste Sprachnachricht bekommen, die so hasserfüllt war, dass Gnu mich verzweifelt angerufen hat, weil sie nicht mehr wusste, was sie machen soll und hat dann jetzt auch 2 Jahre kein Cosplay gemacht und hat jetzt auch gesagt, sie will sich da nicht mehr unterdrücken lassen und will jetzt wieder Cosplay machen. Und das könnt ihr sie gerne, das wird sie mit Sicherheit bestätigen, weil sie auch gesagt hat, dass ich das öffentlich sagen soll. Das ist einfach nur mal, um euch zu zeigen, was für einen krassen Einfluss diese Frau hat,
die mit nichts als Hass um sich wirft. Das ist, by the way, komplett heftig, als ich das überhaupt gehört habe. Denn ich kenne im Influencer-Bereich nahezu keine stärkere Frau als Knu. Sie ist wirklich super stressresistent, sehr aufgeschlossen und wenn man das Wort Powerfrau bei jemand anwenden kann, dann ist es eindeutig Jasmin. Und dennoch soll diese Nachricht so hart getroffen haben, dass sie aufhörte mit Cosplay. Im Prinzip waren das die Schilderungen von Reefed als Zusammenfassung. Sie meinte zudem... Also das ist echt krass mit dem Cosplay. Wenn das, ich kenne die Person zwar nicht, weil ich halt nicht so viele Streamer verfolge, aber es tut mir echt leid. Dass sie hierbei bloß an der Oberfläche gekratzt hat und es noch viel, viel weiter ins Detail gehen könnte. Und wenn ich daran denke, dass dadurch unter anderem posttraumatische Belastungsstörungen entstanden sind, dann will man gar nicht wissen, was ich noch so alles abgespielt haben muss, dass es überhaupt so weit kam. Sehr krasse Sache. Wie gesagt, behandelt bitte das Thema mit Respekt, mit Empathie und seid nicht voreilig und beleidigt jetzt irgendwo rum. Ich denke, dass viele aus den Schilderungen von Reefed ihre eigene Beziehung mal hinterfragen können. Denn ich denke, das, was hier gezeigt wurde, ist kein Einzelfall. Ich wünsche an der Stelle jeden, der jemals damit Erfahrung machen musste, wirklich alles, alles Gute. Und an der Stelle war es auch schon mit dem Update-Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, wenn ihr immer auf dem Laufenden gehalten werdet. Jo, danke Alpha Kevin, hat mir echt gefallen. Falls euch das Video gefallen hat oder meine Inhalte euch gefallen haben, ihr könnt gerne meinen Kanal abonnieren und zwar genau da oder über mir ein weiteres Video von mir schauen, was euch der Algorithmus vorschlägt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, Anna, haut rein, ciao.